Landesverband Bayern, Angelika Schröder, 34 Jahre alt, durchaus eine sehr erfahrene Schiri beim DFB seit 2007, hat auch schon ein Pokalfinale des VfL Wolfsburg gepfiffen, und zwar das gegen den SC Sand im Jahr 2016, international im Einsatz für die FIFA, auch schon seit 8 Jahren. Okay, die wissen nicht, dass es erst in 5...
Bitte? Es ist die nächste große Bühne für den Frauenfußball in Deutschland. Fast 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sind hierher in den Deutsche Bank Park nach Frankfurt gekommen und wollen die Eintracht gegen den VfL Wolfsburg sehen. Und damit herzlich willkommen zu Heimspiel extra live. Schön, dass Sie dabei sind. Und das ist nicht nur eine großartige Kulisse hier, sondern es ist auch ein echtes Spitzenspiel. 3 Spieltage vor dem Ende der Frauen-Bundesliga. Und das zeigt der Blick auf die Tabelle. Wir fangen mal mit dem VfL Wolfsburg an. Die wollen noch ein Wörtchen mitreden um die deutsche Meisterschaft, müssen dafür aber heute zwingend hier gewinnen. Die Bayern haben vorgelegt, sind 4 Punkte vorne. Und die Eintracht auf Platz 3. Naja, mit einem Sieg heute hier wäre Platz 3 im Grunde gefestigt und die Qualifikation für die Champions League fix. Also, tolle Voraussetzungen für ein tolles Fußballspiel. Wir gehen jetzt sofort live rein. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ihr Kommentator ist Florian Nass. Und Flo, das ist ja auch ein sehr geschichtsträchtiges Duell der beiden Teams, ne? Ja, Sebastian, das kann man wirklich sagen, wenn wir hier nochmal den Auftritt beider Mannschaften sehen. Wenn wir nämlich die Geschichte des ersten FFC Frankfurt mit einrechnen in die Historie von Eintracht Frankfurt der Frauen und dann gegenüberstellen das, was der VfL Wolfsburg geschafft hat. Es sind die beiden Clubs, die die Champions League, Deutsche Meisterschaft und den Pokal in einem Jahr gewonnen haben. Also Trippelsiegerinnen. Und beim VfL, der heute schöne Begleitung hat von den Fans, ist das ja auch in diesem Jahr noch möglich. Pokalfinale gegen Freiburg, wissen wir. Natürlich Champions-League-Finale gegen Barcelona in Eindhoven. Das Stadion ist eigentlich viel zu klein. Und dann natürlich die Deutsche Meisterschaft. All das ist noch drin. Wenngleich man sagen muss, die Chancen sind kleiner geworden seit dem Freitag. Seitdem der FC Bayern München sein Spiel gegen Hoffenheim hat gewinnen können. Aber was wir heute hier auf dem Rasen sehen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer bei uns im HR-Fernsehen, und ich begrüße natürlich ganz explizit auch die des NDR-Fernsehens, das sind große Namen. Wir schauen auf die Aufstellungen. Beginnen natürlich, wie sich das gehört, mit, naja, eigentlich mit dem Gast wollte ich sagen, aber mit den Frankfurterinnen. Große Qualität vorne mit Praschnika und Anjumi. Dahinter mit Laura Freigang. Also, das ist eine toll besetzte Mannschaft, wenngleich sie vielleicht ein paar Nachteile haben in Sachen physischer, körperlicher Kraft. Und damit ist natürlich vor allem die Offensive des VfL gemeint. Mit Pop, mit Pajor. Hinten eine Veränderung im Vergleich zum Champions-League-Halbfinale. Hegering rückt rein, weil Dominik Janssen erkältungsbedingt ausfällt. So, damit ist alles angerichtet. Damit kann es losgehen mit dem Anstoß für den VfL Wolfsburg. Natürlich traditionell in den grünen Trikots, Stutzen, Hosen, alles hellgrün. Anpfiff ist da und das Spiel wird geleitet von Angelika Schröder, einer sehr erfahrenen Frau, die übrigens auch mal das Pokalfinale des VfL Wolfsburg leitete, 2016 gegen den SC Sand. Also, im Vergleich zu den letzten Spielen bei Frankfurt überhaupt keine Veränderung. Und wenn wir als Referenz bei Wolfsburg das Champions-League-Halbfinale sehen, wie gesagt, nur Hegering. Und darauf freuen wir uns, denn diese Frau werden wir brauchen. Aus deutscher Sicht auf jeden Fall auch bei der anstehenden Weltmeisterschaft in Neuseeland und in Australien. Tolle Kulisse, Sebastian Ried hat es gesagt, knapp 20.000, 16.000 Tickets wurden schon im Vorverkauf abgesetzt. Ist nicht ganz so viel wie beim Eröffnungsspiel gegen den FC Bayern, ja auch hier in der Arena im Deutschen Bankpark. Aber damals wurde auch ein bisschen mehr die Werbetrommel gerührt seitens des Vereins. Da hat man vielleicht sogar ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer liegen gelassen, die heute vielleicht gekommen wären, hätte man ein bisschen mehr kommuniziert. Sei es drum. Also, Konzentration auf dieses Spiel. Links in der Mitte läuft Jöns Dottir. Auch eine körperlich unglaublich starke, großgewachsene Offensivkraft neben Alexandra Popp. Das ist Nico Arnautis, Trainer des ersten FFC Frankfurt seit vielen Jahren. Und er hat sich auch intensiv
in dieser Zeit auch um den Nachwuchs gekümmert, der in Frankfurt einen ganz besonderen Stellenwert hat, auch durch die Kooperation mit einer Eliteschule des Sports. Aber etwas Vergleichbares gibt es natürlich auch beim VfL. Merle Frums, da haben wir Nico Arnautis nochmal, der auch schon als Trainer aktiv war, als der Club noch erster FFC Frankfurt hieß. Das ist Eva Pajor, die Polin. Was für eine Offensivwucht Pajor und Pop in den allen zusammengerechneten Pflichtspielen. 43 Treffer, Bundesliga, Pokal und Champions League. Abseits. So ist es. Und zwar gut und deutlich erkennbar. Ballverlust von Prašnika, der Slowenin. Merle Frums im Tor des VfL, Ex-Frankfurterin. Aber nicht nur sie ist nach Wolfsburg gewechselt, sondern sie hat auch gleich ihren Torwarttrainer mitgenommen. Ersten Aktivitäten vor allem über die rechte Seite. Über Eva Pajor. Das ist Stina Johannes. Nachfolgerin also von Merle Frums im Frankfurter Tor. Anjomi. Ich finde, ein guter Auftakt in dieses Spiel mit viel Bewegung auf beiden Seiten. Alex Popp, die ja gefühlt ihre Stärken überall auf dem Feld hat. Hinspiel übrigens endete sehr deutlich. Da verloren die Frankfurterinnen in Wolfsburg mit 0:5. Gab dann nur noch eine weitere Niederlage in der Liga gegen den FC Bayern auswärts 1:2. Zu Hause ist Frankfurt noch ungeschlagen. Trotz allem Punktverluste zum Auftakt ja gegen die Bayern 0:0 und dann bitter der Punktverlust aus Frankfurter Sicht gegen Hoffenheim. Aber das sind super Wochen, vor allem natürlich für den heutigen Gast mit dem Pokalfinale nächste Woche in Köln gegen Freiburg und dann natürlich das Champions-League-Finale gegen Barcelona nach diesem grandiosen, packenden Auftritt im Halbfinale nach Verlängerung gegen Arsenal. Eindhoven, ich habe es schon gesagt, das Stadion ist zu klein, 35.000. Man hätte in eine weit größere Arena umziehen können, aber das ist natürlich lange geplant. Amsterdam wäre das passende Pendant gewesen. Na gut. Nika Arnautis, übrigens auch Lehrer, zumindest zeitweise in dieser Eliteschule des Sports, Karl-von-Weinberg-Schule. Da sind viele Spielerinnen, die er heute trainiert, auch über quasi seine Schulbank gelaufen, hat diese Karrieren dual begleitet. Tommy Stroth sehen wir da, den Trainer des VfL Wolfsburg. Ja, Barbara Dunz setzt danach, die Österreicherin, haben sie am Ball. Läuft viel auf beiden Seiten über die Außenbahn. Prašnika. Es ist eine tolle, angenehme Atmosphäre hier im Stadion. Sehr junges Publikum, viele Kinder mit ihren Eltern dabei. Ja, war auch nicht im Ansatz irgendwie gefährdet, vielleicht im Abseits zu sein.
dieser erste Abschluss des Gastgebers von Eintracht Frankfurt. Rauch beim Einwurf. Jort mit diesem Pass auf die rechte Seite. Das ist eine der großen Stärken des VfL Wolfsburg, diese Möglichkeiten mit hohen Bällen zu operieren, egal ob über Eva Pajor, vor allem natürlich Alex Popp, die da gesucht werden kann im Spiel von ihm, von Tommy Stroth, dem Trainer des VfL Wolfsburg. Das sind die großen Vorteile, auch im Vergleich zu den besten Mannschaften der Bundesliga. Standards kommen dann logischerweise noch hinzu. Die will Frankfurt unbedingt vermeiden, also Freistöße, die genau zu diesen gefährlichen Situationen führen können. Anjung. Gibt die erste Ecke für Frankfurt. Da haben wir nochmal die unparteiische Angelika Söder, kommt vom Landesverband Bayern. Freistoß wird getreten von Barbara Dunst. Ecke, pardon. Ja, war niemand mehr dran. Geht weiter mit dem Ballbesitz für den VfL. Sie haben die Tabelle gesehen. Wolfsburg könnte mit einem Sieg hier in Frankfurt wieder ranrücken an die Bayern, aber es bleibt ja bei diesem Punkterückstand, dann den Ein-Punkt-Rückstand. Restprogramm ist dann schon interessant. Meppen auswärts, klar, Favoritenrolle logisch. Auch im Heimspiel gegen Freiburg ist der VfL favorisiert. Der Blick geht dann vor allem im Fernduell zu den Bayern. Aber jetzt erstmal hier auf diesem Pass, der nicht ankommt bei Nicola Njomi. Guter Ballgewinn für Frankfurt. Pavolek, ja, kommt nicht an von der Kapitänin. Der lange Pass nach vorne in Richtung Laura Freigang. Das ist Merle Froms. Eine übrigens von insgesamt 13 deutschen Nationalspielerinnen, die im letzten Jahr für so viel Freude gesorgt haben bei der Europameisterschaft. Das meine ich mit extrem prominent besetzten Kadern. Die internationale Perspektive kommt ja mit vielen ausländischen Nationalspielerinnen noch hinzu. Frankfurt mit ein paar wirklich guten Balleroberungen. Das ist Laura Freigang. Heute übrigens geehrt worden für ihr 100. Bundesligaspiel. Da haben wir sie nochmal am Ball. Eine der Persönlichkeiten, der Gesichter auch von Eintracht Frankfurt. Können sich schon drauf freuen. In der Halbzeitpause werden wir über sie eine Story zeigen. Genauso über die Triple-Chancen des VfL Wolfsburg. Und das Ganze wird sehr prominent dann begleitet in der Pause. Denn wir haben die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bei uns zu Gast. Ja, schmerzhaft bei Svendis Jönsdottir, der Isländerin, 21 Jahre, tolle junge Spielerin des VfL Wolfsburg. Aber es sind ja nicht nur die personellen Möglichkeiten im Team von Tommy Stroth, den wir hier nochmal sehen, sondern die gesamte Infrastruktur,
auch natürlich die finanziellen Möglichkeiten, klar, die zur Verfügung gestellt werden vom Hauptsponsor. Aber das ist ja nichts Verwerfliches, sondern das ist ein Zeichen für den Frauenfußball, was dort aufgebaut wurde in Sachen Personal, in Sachen Infrastruktur, Trainer, Staff, alles außenrum. Das sind schon herausragende Möglichkeiten, die ihm als Trainer und der Mannschaft da zur Verfügung stehen. Und da sind sie auch noch den Frankfurterinnen ein ganzes Stück voraus. Trotz allem, für alle, die sich fragen, warum heißen die einfach nicht mehr 1. FFC Frankfurt, das war alternativlos. Es war alternativlos, weil viele Männer-Erstligisten eben das Potenzial des Frauenfußballs erkannt haben. Und deshalb war das einfach so nicht mehr durchführbar. Wir sehen das am Beispiel von Turbine Potsdam. Achtung, vielleicht der nächste Abschluss von Frankfurt. Nein. Beide Abwehrreihen aufmerksam. Anjung. Kleinherne. Ja, Ball war draußen. Ja, ich habe eben kurz Turbine Potsdam angesprochen. Das muss man schon noch mal erwähnen. Nach 26 Jahren ist dieses Kapitel gestern zu Ende gegangen. Wenn wir hier diese letzte Offensivaktion von Eintracht Frankfurt noch mal sehen. Turbine Potsdam abgestiegen. Ein Verein, der den Frauenfußball über Jahrzehnte geprägt hat. Oder sagen wir mal so, mehr, auf jeden Fall mehr als ein Jahrzehnt. Svenja Huth. Jens Dotti. Ja, kurze Korrektur. Geht weiter mit dem Einwurf für den VfL. Habe ich eigentlich anders gesehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber wir reden jetzt ja auch nicht über eine Entscheidung, die das Spiel beeinflusst. Ja, lässt sie weiterlaufen, bleibt auch beim Ballbesitz für die Eintracht. Reuteler, Schweizer Nationalspielerin. Ja, Ball war nicht draußen. Ja, der ist den Tick zu weit für Sophia Kleinherne. Zustand des Rasens ist absolut okay. Das muss man schon noch erwähnen, weil gestern fand ja hier ein Bundesligaspiel statt zwischen Eintracht Frankfurt und dem FSV Mainz 05. War eine klare Angelegenheit, haben Sie sicherlich verfolgt bei uns in der ARD Sportshow beim 3:0 mit tollen Toren. Vor allem hier über diese rechte Seite. Nüsken klärt die Angelegenheit hinten raus. Ball wechselt schon wieder zum VfL. Fehlen noch die klaren Abschlüsse. Es gab einmal diese Kopfballchance für Eva Pajor. Da war der Ball ein bisschen zu hoch, war super schwer zu verwerten. Da war nichts zu machen. Ein Abschluss, der okay war aus Sicht des gastgebenden Clubs der Eintracht. Freigang. Anjomi. Abgefällt Pfosten. Das war das Highlight des Spiels bislang. Nicole Anjomi. Toller Angriff, sofort der Szenenapplaus. Und ich habe es erwähnt, die vielen jungen Zuschauerinnen hier heute im Stadion in Frankfurt. Ja, gibt noch eine Ecke hinten drauf. Ist die dritte übrigens.
Ausgangspunkt ist dieser Sprint von Freigang. Super gemacht, klasse gemacht. Und dann zu erkennen, dass sie in optimaler Schussposition ist, Nicole Anjume. Geht schon weiter. Tor! Tor für Frankfurt! Sjoke Nüsken. Und wenn ich es richtig auf meinem Papier habe, ist das dann auch gleich ihr erstes Bundesliga-Tor in dieser Saison. In dieser 18. Minute. Sjoke Nüsken, junge Spielerin, Nationalspielerin wie so viele. 15 hat sie schon absolviert. Ah. Ich glaube, das ist eher ein Eigentor. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Eigentor. Sie war dran. Aber der entscheidende Faktor ist, dass der Ball dann von einer Wolfsburgerin reingeht ins Tor. Und ich glaube, es war Eva Payo. Nüsken steht hier noch auf der Anzeigetafel. Frankfurt führt. Und blieb es dabei, weiß ich, ahne ich, wo der größte Jubel neben den Frankfurter Fans herrscht, nämlich in München beim FC Bayern. Aber es ist ja noch genug Zeit. Also, wir haben es auch nochmal gecheckt. Klar, es war Eva Payo mit diesem Eigentor. Schön. Gute Ballstaffette von Eintracht Frankfurt. Ist übrigens erst der 11. Gegentreffer des VfL in dieser Saison. Es ist ja ohnehin eine unglaubliche Bilanz vor diesem Spieltag. 70:10, Tordifferenz plus 60. Gut, hat sich jetzt reduziert auf plus 59, aber das ist schon eine Wahnsinnssaison. So wenige Gegentreffer, 11, und das im 20. Spiel dieser Saison. Bundesliga wohlgemerkt. Das Ganze wird dann nur noch getoppt vom FC Bayern mit 7 Gegentreffern. Sophia Klein-Herne. Ja, geht weite Wege. Haben wir ein paar Mal schon als Anspielstation vorne auf der rechten Seite gesehen. Bims. Niederländerin. Ja, das erste Mittel der Wahl. Hohe Bälle. Dort haben sie die Hoheit im Luftraum. Da sind sie besonders stark. Frankfurt. Aber gut. Mit den flachen Pässen. Fums. Rauch. Frankfurterinnen machen das gut hinten in der Defensive. Sarah Dorsun. Nochmal der Blick zu Tommy Stroth, 34 Jahre ist er alt, und Nico Anautis, 9 Jahre älter mit 43. Cheftrainer seit 2017. Johannes. Gibt Szenenapplaus. Thank you.
Anjumi. Ja, geht die Fahne natürlich hoch. Bei dieser Absatzposition von Lara Braschnicka. Es ist eine Stätte wirklich des Frauenfußballs. Nicht nur aufgrund dieser beiden Ligaspiele in dieser Saison. Eröffnungsspiel gegen den FC Bayern beim 0-0 mit fast 24.000 Zuschauern. Sondern hier wurde natürlich auch das Finale der Frauenfußball-Weltmeisterschaft ausgetragen. Mit dem Titelgewinn von Japan im Jahr 2011. Also fußballerisch eine große, große Spielstätte. Frankfurt verteidigt sehr gut, sehr aufmerksam, sehr konsequent und technisch sauber, wirklich gut. Rot. Das machen sie gut von Beginn an, dieses Spiel über die rechte Seite. Svenja Huth. Achtung, Ausgleich wollte ich schon sagen. Mega knapp und eine Menge Glück für Eintracht Frankfurt nach dieser Vorarbeit von Svenja Huth. Die muss ja auch noch mal besonders erwähnt werden, weil sie natürlich eine lange, lange Geschichte hat. In Frankfurt, damals beim FFC Nationalspielerin wurde und dann Eva Pajor, wahnsinnig knapp. Stina Johannes. Nüsken. Svenja Huth dazwischen. In diesem Duell mit Barbara Dunst. Als ich eingangs erzählte, welche Tradition, welche Erfolge hier auch heute in diesem Duell zu vermelden sind und was es in der Vergangenheit gab. Wie gesagt, bei Frankfurt müssen wir immer die Geschichte des ersten FFC mit berücksichtigen. Beide Clubs 7-mal deutscher Meister, beide Clubs 9-mal deutscher Pokalsieger. Das ist schon Wahnsinn, was die da alles eingesammelt haben. Beim VfL läuft diese Geschichte unter dem Namen VfL Wolfsburg, ja. Jetzt exakt seit 20 Jahren. Frankfurterinnen behaupten den Ball, jetzt ist er weg. Kleine Herren, noch mal zurück zu Stina Johannes. Anjumi. Die den Ball behauptet. Freigang. Der kommt an. Bei Geraldine Reuteler. Sie spielen das gut. Freigang. Ja, da war die Idee, den Rückpass vielleicht zu spielen in Richtung Nicole Anjumi. Oh, da ist jemand sauer. Merle Forms, die da mal ihre Spielerinnen verbal angeht, weil ihr das zu wenig ist. Oh.
Sport. Weiter auf die linke Seite, aber bislang lässt Frankfurt bis auf diese richtig gute Chance von Pajor kaum etwas zu. Jöns Dott. Gut gelöst. Haben wir nochmal Tommy Stroth in seiner zweiten Saison als Cheftrainer. Und er begann ja im vergangenen Jahr gleich mal mit Pokalsieg und Meisterschaft. Lüsken, gut gemacht. Fahne bleibt unten. Praschnika. Immer noch Praschnika. Das hätte ich eher als faul gesehen. Angelika Söder lässt das weiterlaufen. Ball rollt schon wieder auf der linken Seite. Geklärt von Jocke Nüsken. Reuteler. Pavolek. Svenja Huth. Alex Popp, ja. Zeig's noch mal an, was sie besser machen wollte. Eine unserer ganz herausragenden deutschen Fußballerinnen. Die Chance wäre da gewesen, aber Jöns Dott bekommt das Ganze nicht kontrolliert. Ja, mein Blick geht eher ein bisschen sorgenvoll zu Svenja Huth. Die sitzt da nämlich noch auf dem Rasen. Er hat auch gewunken. Schiedsrichterin Angelika Söder geht jetzt auch mal zu ihr hin, weil ja, Svenja Huth angezeigt hat, dass sie sich da wehgetan hat. Hier bei dieser Aktion. Das in der Tat war richtig schmerzhaft. So, Ball wieder in den Reihen von Eintracht Frankfurt, die an den Ball ins Ausgeschossen, um diese kurze Unterbrechung zu bewirken. Frankfurt mit Praschnika. Lüsken. Geht auf Nummer sicher, zurück zu Stina Johannes. Und weiter auf Sarah Dorsen. Auch wenn es noch eine knappe Viertelstunde ist, es wäre tatsächlich in dieser Saison erst der zweite Pausenrückstand für den VfL. Gab nur einen und zwar in Hoffenheim, aber da hat man das Ganze dann noch gedreht. Zum 2-1. Anjung. Frankfurt spielt gut, ist auch ein bisschen verspielt. Hat sich Jöns Dott ein bisschen wehgetan. War kein Foul von Sophia Klein-Herne. Reutler behauptet den Ball. Lüsken.
Henshaw. Praschnika geht enorme Wege, jetzt schon wieder links zu finden. Beim letzten Angriff der Frankfurterinnen über rechts geht wirklich sehr, sehr weite Wege. Degel. Payong. Mal aus der zweiten Reihe. Übrigens, dieses Foul, das wir gesehen haben an Svenja Huth, hat dann nachträglich auch noch zu einer gelben Karte geführt. Und zwar Sjoke Nüsken hat diese gelbe Karte gesehen. Lynn Wimps, Niederländerin. Katrin Hendrich. Auch sie, wie Svenja Huth, mit einer Frankfurter Vergangenheit. Abseits. Weil Sie die Fangesänge hören hier in Frankfurt, das sind die gleichen, die bei den Männern angestimmt werden. Auch das ganze Vorprogramm, die Musikstücke, die eingespielt werden. Das ist genau der Ablauf, wie auch bei den Männern gestern mit dem Anstoß um 15.30 Uhr. Und das schweißt natürlich die Fangemeinde zwischen Männern und Frauen enorm zusammen. Auch in Frankfurt ist der Zuschauerschnitt bedingt natürlich besonders durch diese beiden Topspiele gegen die Bayern und heute gegen Wolfsburg nach oben gegangen. Aber insgesamt hat sich auch in der Bundesliga das Ganze positiv entwickelt. Übrigens der Blick in die zweite Fußball-Bundesliga, vor allem für unsere norddeutschen Fans. HSV führt gegen Regensburg. Wir behalten das im Blick. Und natürlich geht unser Blick dann auch zu Darmstadt. Szenenapplaus für den Einsatz von Sarah Dossen. So, Achtung, das ist jetzt nochmal die Aktion, die letztlich auch zur gelben Karte gegen Sjoke Nüsken führte. Hier nochmal danke nachgereicht. Hoppla. So, jetzt sind wir wieder live im Bild. Frums. Offensivspiel. Das so erfolgreiche des VfL kommt bislang nicht so zum Tragen. Aber das liegt halt auch an der
Qualität der Frankfurter Defensive, das muss man ja auch sagen, die extrem wenig zulassen. Wolfsburg mit vielen Ungenauigkeiten, aber Frankfurt eben auch mit einer tollen Zweikampfstärke. Also was Dorsun und Nüskin da hinten spielen, ist schon richtig gut. Und deshalb tut sich Wolfsburg schwer in diesem Spitzenspiel 2 gegen 3 in der Frauenbundesliga. Und das passt ja irgendwie auch zur Bilanz der Vereine in den letzten Jahren. Frankfurt war weit zurück hinter dem VfL Wolfsburg. Wenn wir mal schauen auf die Saison 2021, zum gleichen Zeitpunkt, da war Frankfurt Sechster, hatte 22 Punkte Rückstand auf Wolfsburg. Dann in der letzten Saison 13 Punkte. Jetzt sind 6 und vielleicht sind es am Ende dieses Spiels sogar noch weniger. Das zeigt auch, wie die Entwicklung des Frauenfußballs unter dem Namen Eintracht Frankfurt vorangeschritten ist. Man ist näher rangekommen an die Topclubs aus Wolfsburg und vom FC Bayern München. Das kann nur gut sein für die Liga. Und das wird sich ja noch weiter verdichten durch den Aufstieg von RB Leipzig. Und Hoffenheim dürfen wir nicht vergessen. Reuteler. Kleinherr. Zwischenmeldung für die hessischen Fußballfans der zweiten Bundesliga. Da führt Hannover gegen Darmstadt 1-0. Mit einem Sieg wären die Lilien oben in der ersten Liga. Noch 6 Minuten. In dieser ersten Hälfte. Svenja Huth hat noch mehr Platz als zuvor. Erstmal geklärt. Nüskin dazwischen. Und im zweiten Anlauf Roth. Und dann hat ihn Stina Johannes. Das ist der Blick auf die Zuschauerränge. Ja, offizielle Zuschauerzahl ist noch nicht vermeldet. Ich tippe mal so auf 18, vielleicht 19.000. Das ist schon eine sehr ansehnliche Kulisse. Nüske. Freigang, nicht im Abseits. Ja, den lässt sie erstmal ins Ausgehen. Ja, war ein Kopftreffer. Gibt es keinen Grund, da zu pfeifen, weil Marina Hegering da auf dem Rasen kurz benommen ist. Oh, der hat aber auch richtig gepasst, der Ball. Aber das Wichtigste ist, sie sagt selbst, alles klar, geht weiter für mich, Marina Hegering. Kleinherr. Nein, da ist der Ballbesitz für den VfL schon richtig. Payo.
Aber Lüsken spielt extrem gut, konzentriert, ist immer parat, mal beim Block, bei den Abschlüssen oder auch in diesen 1-1-Duellen im Zweikampf. Kleinherne beim Einwurf. Jens Dottie. Ja, es sind diese kleinen Fehler, die man sonst vom VfL so in der Häufung nicht kennt. Und Frankfurt macht es ihnen schwer. Klar, beim Eigentor unglücklich hinten zu liegen, aber man kann auch nicht sagen, dass diese Führung unverdient wäre für Frankfurt. Wolfsburg hat genau eine richtig gute Chance gehabt von Eva Pei. Dürfen ja den Pfostenschuss von Nicole Anyomi nicht vergessen, den es ja auch noch gab auf Seiten von Eintracht Frankfurt. Hegel. Rauch. Oberdorf. Freistoß nach dem Foul von Lena Oberdorf an Sophia Kleinherrn. Ja, Nico Arnautis beklagt sich da so ein bisschen. Ja, bei der vierten Offiziellen. Ja, weil er da auch eher auf eine gelbe Karte plädiert hat. Anyomi. In der Mitte ist niemand. Wartet jetzt und kommt selbst zum Abschluss. Und sie macht das 2-0. Nicole Anyomi mit ihrem 6. Saisontreffer. Frankfurt unmittelbar vor der Pause. 2-0 vorne. Das hat der VfL in dieser Saison überhaupt noch nicht erlebt. Die hat noch geschaut in die Mitte. Kommt noch eine mit. Langer Pass erstmal nach vorne. Direkt weiter zu Nicole Anyomi. Schauen Sie mal in die Mitte. Da ist keine Passempfängerin frei. Da kommt die Überlegung, mache ich es selbst oder passe ich doch noch mal in den Rücken der Abwehr? Sie entscheidet sich goldrichtig. Super natürlich die Vorarbeit von Laura Freigang. Und dann den Rest alleine Anyomi. Ja, sie hat dann auch noch mal ein bisschen Glück, dass der Ball zu ihr zurückspringt. Und zwar, Achtung! Hier, jetzt direkt vor ihre Füße und dann geistesgegenwärtig sofort abgeschlossen. Frankfurt führt 2-0. Eine Minute gibt's obendrauf. Johannes. Hegering. Ja, wird die letzte Offensivaktion der Wolfsburgerinnen sein. Aber vielleicht noch mal Frankfurt in diesen letzten Sekunden. Angelika Söder hat schon mal auf die Uhr geschaut. Die Minute ist schon drüber. Ein Ball vielleicht noch rein. So ist es. Puh, das war noch mal richtig knapp. Und jetzt kommt der Halbzeitpfiff. Frankfurt führt 2-0 hier zu Hause vor knapp 20.000 Zuschauern. Für Wolfsburg
zum dritten Mal überhaupt erst 2 Gegentore, dann aber im Verlauf von gesamten 90 Minuten wohlgemerkt in dieser Saison. Das zeigt, was Frankfurt hier heute geleistet hat gegen diesen Gegner. Und sie war die Torschützin zum 2:0. Also, ein sehr abwechslungsreiches Spiel mit einem, ja, durchaus überraschenden Zwischenstand. Deutliche Führung 2:0 für Eintracht Frankfurt. Sebastian, du machst weiter. Ja, vielen Dank, Flo. Das ist natürlich eine fast schon faustdicke Überraschung, würde ich sagen. Martina Voss-Tecklenburg, die Bundestrainerin, ist hier. Kommen Sie ruhig an meine Seite. Schön, dass Sie da sind. Danke. Ich habe eben schon gesagt, faustdicke Überraschung eigentlich fast schon, so ein 2:0 für die Eintracht zur Halbzeit. Loben Sie mal die Mannschaft ein bisschen. Die ist sehr, sehr mutig im Zweikampf, auch im Offensivspiel. Ja, sie sind gut reingekommen direkt zu Beginn, haben eine gute körperliche Präsenz. Da machst du das 1:0, das gibt dir Sicherheit. Wolfsburg hat die Torschancen, die sie hatten, nicht genutzt. Und jetzt beim 2:0 auch wieder eine mutige Entscheidung. Klar, mit ein bisschen Glück, aber von daher gab es Sicherheit und das Publikum trägt die Mannschaft gerade und ist nicht ganz so unverdient. Wir können direkt mal auf den Führungstreffer der Eintracht blicken. Das war ein Eckball und dann war es ein Eigentor von Eva Pajor am Ende. Aber da stimmte auch die Aufteilung nicht beim VfL. Nein, es ist gar keine Zuordnung, also kein Zugriff dort in der Box. Ganz viel Freiraum und dann rutscht er durch. Ist dann schwierig am langen Pfosten. Aber ja, mir fehlt so ein bisschen diese Intensität bei Wolfsburg, diese Galligkeit. Und von daher, ja, machst du ein 1:0 aus dem Standard. Und wie gesagt, das gibt dir Sicherheit. Was glauben Sie, woran liegt das denn? Sind Sie ein bisschen enttäuscht vielleicht sogar vom VfL? Ich meine, wenn es so bleibt, ist die deutsche Meisterschaft eigentlich entschieden. Ja, vielleicht sind es mehrere Komponenten. Bayern hat gewonnen, das ist im Hinterkopf. Es ist das Pokalfinale am Donnerstag. Du willst es zwar nicht hören als Trainer oder Trainerin, aber manchmal macht das dann doch was mit den Spielerinnen. Und deshalb ist der VfL Wolfsburg jetzt natürlich für die zweite Halbzeit auch gefordert, eine andere Körpersprache vor allen Dingen reinzubringen, eine andere Intensität. Sie hatten ein paar Torschancen, sieht man auch 2-3 Mal dann knapp am Tor vorbei. Aber insgesamt nochmal macht das Frankfurt sehr, sehr gut und stellt Wolfsburg heute auch vor Probleme. Wenn Sie die Torschancen schon ansprechen, können wir gleich mal auf eine blicken. Das war Eva Pajor dann auf der anderen Seite in der 24. Minute. Gute Vorarbeit von Svenja Huth. Genau, Svenja sehr aktiv, wie immer eigentlich auf der rechten Seite, versucht dann eben zu schauen. Er war im Rückraum erst eine Möglichkeit, dann hat Frankfurt das gut zugestellt. Der erste Pfosten war frei und klar, dann geht er am langen Pfosten hinten vorbei, war eine gute Chance. Und da war immer wieder Gefahr, wenn dann über die rechte Seite auch nochmal mit 2-3 Flanken, ich weiß nicht, ob wir es nochmal sehen, wo auch Poppy eingelaufen war. Aber ansonsten ist noch nicht so viel an wirklich klaren Torschancen bei Wolfsburg herausgekommen. Ja, gab vielleicht eine noch kurz danach, Jons Dottir. Das war bei ihr ein Fehler der Eintracht. Wir wollen auch nochmal auf das 2:0 direkt blicken. Nicole Anyomi, gute Einzelleistung am Ende tatsächlich von ihr. Erstmal dieser tiefen Ball, eine Position überspielt, Laura setzt sie dann ein und Nicole hat jetzt einfach mal den Mut, ins 1 gegen 1 zu gehen. Klar ist noch ein bisschen glücklich, dass Kathi Henrich ihn dann unten am Fuß kriegt, aber dass sie überhaupt diese Aktion sucht und den Mut halt hat und dann wiederum, glaube ich, mit links abschließt, das zeigt im Moment, dass sie Selbstbooster geworden ist. Sie hatte schon einen Torschuss in der ersten Halbzeit auch mit links und klar, da hat sie jetzt ein bisschen Glück, aber das hat sich erarbeitet. Sie kennen ja im Grunde alle Spielerinnen sehr, sehr gut. Die meisten trainieren Sie ja selbst in der Nationalmannschaft. Wenn Sie jetzt Tommy Stroth wären, was würden Sie denn in der Halbzeit machen, um hier vielleicht doch noch aus Wolfsburger Sicht, man braucht ja einen Sieg, man muss alles auf eine Karte setzen. Was würden Sie jetzt tun in der Halbzeitpause? Ja, vor allen Dingen jetzt erstmal die Mentalität erwarten, dass man voll auf Angriffspressing spielt, dass man rangeht, dass man jetzt auch eine andere Körpersprache hat. Da fehlt mir ein bisschen was. Und deshalb bin ich gespannt jetzt auf die Reaktion, weil Fakt ist auch, die Spielerinnen sind immer sehr selbstkritisch mit sich selbst. Sie werden alle nicht zufrieden sein, aber jetzt gilt es auch, eine Reaktion zu zeigen. Dabei sind die Voraussetzungen für eine gute Körpersprache ja eigentlich gegeben. Also wenn wir uns hier umgucken, fast 20.000 im Stadion, vielleicht nochmal zu Ihnen persönlich. Wir haben ja die Bilder noch im Kopf, Wembley, das EM-Finale, danach der Empfang hier in Frankfurt auf dem Römer. Und jetzt geht das eigentlich nahtlos so weiter und es sind fast wieder 20.000 da. Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie hier im Publikum sitzen? Ja, es ist einfach schön. Es ist schön, dass die Menschen kommen, dass sie Lust haben, diese Spiele zu begleiten. Und das Spiel gibt das ja auch her. Es ist ein gutes Spiel, es sind viele Aktionen drin, es ist viel Tempo drin. Und von daher freuen wir uns, dass die Vereine jetzt immer wieder den Mut haben, in die großen Stadien zu gehen. Und die Fans kommen heute auch. Das Cup-Finale in England wiederum im Wembley-Stadion ausverkauft.
Also es passiert gerade eine ganze Menge und das wollen wir noch lange aufrechterhalten mit guten Leistungen. Wir wollen gerne mal auf eine Spielerin ganz besonders gucken bei der Eintracht. Und dann fällt natürlich sofort der Name Laura Freigang. Sie ist das Aushängeschild des Vereins, sie ist das Gesicht der Eintracht. Und sie macht heute ihr 100. Bundesligaspiel. Und deswegen hat Daniel Hör sie in der vergangenen Woche getroffen. Sie lebt die Eintracht wie keine zweite. Laura Freigang, Taktgeberin der Frankfurter Frauen, seit heute 100-fache Bundesligaspielerin. Ich war mir dessen nicht bewusst, wie lange man eigentlich schon in der Bundesliga spielt und wie häufig in dem Fall. Aber ich finde cool, dass sich alle für Frankfurt gemacht hat. Erfolgreich, na klar, den Verein im Herzen tragend. Ich glaube, das ist ein Gefühl. Und ich glaube, deswegen ist das auch so echt. Und deswegen fällt mir das auch so leicht, für diesen Verein so zu brennen. Eintracht Frankfurt und Laura Freigang, das passt. Und auch im Waldstadion fühlt sie sich heimisch. Dort, wo sie immer häufiger aufläuft. Für uns sind diese Spiele vor so vielen Zuschauern einfach was absolut Besonderes. Und das, wenn man es richtig im Kopf dreht, dann beflügelt einen das einfach. Und ich glaube, wir wollen sowieso in Frankfurt auch so unseren Stempel aufdrücken. Am besten mit dem nächsten Highlightspiel gegen die Bayern zu Saisonbeginn. Über 20.000 Fans, die Frankfurterinnen mit dem Seriensieger auf Augenhöhe. Ich glaube, dass wir jetzt von unseren Anlagen und spielerisch gar nicht mehr weit davon entfernt sind. Und trotzdem war das Hinspiel gegen Tabellenführer Wolfsburg deutlich 0:5. Es besteht kein Wiederholungsbedarf. Wir und ich haben es sowas von die Nase voll davon, irgendwie 3-4 Tore zu kassieren gegen Wolfsburg. Das wollen wir um jeden Preis verhindern. Wir wollen uns hier nicht in der eigenen Hütte verarschen lassen. Deswegen werden wir voll durchziehen. Klare Ansage, sie ist ohnehin eine, die vorangeht. Auf dem Feld. Und daneben ein Charakterkopf, der Haltung zeigt, ohne daraus ein großes Ding zu machen. Ich sag, hey, Diskriminierung ist scheiße und wir sollten alle zusammenhalten. Und der Mensch steht im Vordergrund. Das sind, finde ich, auch keine besonders heiklen Themen. Deswegen war es für mich bis jetzt, um ehrlich zu sein, auch noch nicht so schwierig, da Haltung zu nehmen, weil ich finde, es sind Menschenrechte und für die stehe ich gerne ein. Haltung, Charakter, Ecken und Kanten, die auch dem DFB-Team gut tun. Vize-Europameisterin 2022, die Weltmeisterschaft in Australien vor der Tür, natürlich mit klarem Ziel. DFB-Frauen holen den Titel, das wäre optimal. Ja gut, die Vorlage muss ich natürlich verwandeln, wenn die Bundestrainerin schon hier steht. Die DFB-Frauen holen den Titel, hat Laura Freigang recht. Am 20. Juli geht's los, WM in Neuseeland und Australien. Ja, wäre schön, wenn sie recht hat, ne? Auf jeden Fall. Also wir werden in diese WM gehen und werden alles geben, was wir haben. Wir werden alles herausholen, wir werden uns akribisch und gut vorbereiten. Und natürlich fahren wir mit dem Willen hin, am Ende auch dort jedes Spiel gewinnen zu wollen. Aber das wollen auch noch ein paar andere. Ist ja noch ein bisschen hin bis dahin. Wir haben eben Laura Freigang gesehen, was sie alles so macht. Absolute Ikone mittlerweile. Steht, glaube ich, für das, was den Frauenfußball auch ausmacht. Ehrlichkeit, eine Authentizität. Warum spielt sie aber sportlich noch nicht die Rolle in der Nationalmannschaft, die sie vielleicht hier spielt? Sie ist keine Stammspielerin. Nein, Laura ist keine Stammspielerin, weil der Kader sehr, sehr eng ist. Die Qualität in unserem Kader sehr groß ist. Laura sich auch ein bisschen verändert hat. Erst war sie eine klare 9 bei uns, da war die Konkurrenz auch nicht ohne. Wir haben dann darüber gesprochen, haben sie so ein bisschen auf der 10, auf der 8 eingesetzt, was sie ja im Verein auch häufiger spielt. Das hat sie auch eingefordert, dass sie dort eine Möglichkeit bekommt, sich zu zeigen. Aber auch da ist die Konkurrenz extrem gut. Das ist der Laura bewusst, das ist uns bewusst. Aber wir haben lieber diese Problematik und sind da auch gefordert. Und deshalb bin ich froh über die hohe Qualität, die wir in unserem Kader haben. Und sie kann ja die Rolle der Ersatzspielerin auch ganz gut annehmen, wie wir im Sommer in England gesehen haben, ne? Ja, natürlich, aber das ist ja nicht der Punkt. Also für uns gibt es ja einen Kader, der aus 23 Spielerinnen besteht, die jederzeit das Spiel verändern können, die jederzeit in der Lage sind, eine WM theoretisch in 7 Spielen über 90 Minuten spielen zu können. Und das ist klar, dass die Spielerinnen, die dann nicht in der Startelf stehen, ja berechtigterweise in dieser Nationalmannschaft ist. Und wir einfach die Qualität nicht an Spielzeit festmachen. Und von daher nochmal ist eine große Herausforderung. Wir haben einen guten Kader. Wir werden 35 bis 38 Spielerinnen im großen Kader benennen. Und dann gilt es daran, unsere Hausaufgaben zu machen und am Ende zu gucken, welche 23 nehmen wir mit.
Dann wollen wir auch noch zum Abschluss der Halbzeitpause auf den VfL Wolfsburg gucken. Wir haben ja gesagt, hier geht es heute um die deutsche Meisterschaft, aber DFB-Pokalfinale der VfL dabei, Champions League-Finale der VfL dabei. Elli Hierer zeigt uns noch mal, dass die Wölfinnen eigentlich so aus dem Jubeln gar nicht mehr rausgekommen sind die letzten Tage. Die Wolfsburger Feierlaune in Dauerschleife. Sie wollen diese Saison nicht mehr rauskommen aus dem ganzen Feiern. Das Champions-League-Finale erreicht. Der erste Gedanke nach Abpfiff, nur pure Freude. Und mein zweiter Gedanke war, verdammte Axt, ich kann nicht mehr. Die Devise, einfach Zähne zusammenbeißen und weiter. Es sind die Titel. Es ist das Ziel oder die Ziele, diese Titel einfach noch zu holen. Und das macht die Müdigkeit dann in dem Sinne einfach auch ein bisschen weg. Sie haben eben nicht genug. 8 Jahre in Folge Pokalsiegerinnen und auch diesmal Favorit. Die Hoffnung ist natürlich groß. Aber generell im Pokal ist die Hoffnung immer groß, weil wir einfach in diesem Wettbewerb echt gut drauf sind. Die Finalspiele, ja, sind wir für uns selbst verantwortlich, was wir in diesen Spielen da auf den Platz bringen. Und wenn wir es schaffen, da 110% zu bringen, dann bin ich zumindest dem Double nicht sehr weit entfernt. Unterschätzen wollen sie den Gegner aber nicht. In Freiburg haben wir uns letzte Saison auswärts auch immer sehr schwer getan. Von daher ist es ein Gegner, der wirklich gut vorbereitet werden muss. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir den nächsten Pokalsieg holen. Und danach am liebsten auch noch die 8. Meisterschaft. Auch wenn es ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist und am Ende eine kalte Dusche kommen könnte von den Bayern. Denn die sind bisher die großen Spielverderberinnen in diesem Jahr. Wir müssen da voll und ganz auf uns schauen. Also wenn es wirklich passieren sollte, dass der FC Bayern noch mal patzen sollte, dann müssen wir auch unsere Hausaufgaben machen und da sein, um dann das letzte Quäntchen an Triple irgendwie noch für uns zu gewinnen. Vor 10 Jahren konnten sich die Fans das letzte Mal über ein Triple freuen. Dieses Jahr könnte es wieder soweit sein. Wo wäre die Feierlaune denn am größten? Ich würde tatsächlich gerne den Champions-League-Titel mal wieder in den Händen halten. Warum? Weil wir in den letzten 10 Jahren schon das ein oder andere Mal extrem oft nah dran waren und immer so ein bisschen gefehlt hat. Und ich glaube, dass wir endlich mal wieder an der Zeit dran sind, auch diesen Titel mal wieder in die Höhe zu strecken. Und zwar am 3. Juni beim Finale gegen den FC Barcelona. Das Feiertriple für Sie ganz nah. Und das DFB-Pokalfinale gibt es im Übrigen am Donnerstag dann live in der ARD zu sehen. Es gibt ja auch manchmal ein bisschen Kritik an der Entwicklung des Frauenfußballs hier in Deutschland. Man sagt, in Spanien, in England sind sie viel weiter. Ist diese Saison des VfL eigentlich der Gegenbeweis, dass es doch nicht so ist? Ja, woran wollen wir das festmachen? Also wir können über unterschiedliche Dinge diskutieren. Es gibt mehr Geld in der englischen Liga. In Spanien ist die Liga jetzt auch nicht spannender, in Frankreich auch nicht. Also da sind es auch die Top-Clubs, wenn man mal die Statistik vom FC Barcelona sieht. Von daher ist die Champions League ein Gradmesser. Ich finde, da haben wir das nicht so schlecht gemacht mit dem FC Bayern und mit dem VfL Wolfsburg. Und von daher wissen wir aber auch, in welchen Themen wir noch zu arbeiten haben, die Liga noch spannender zu machen, die Bundesliga noch attraktiver zu machen. Das steht in den nächsten Jahren sicherlich auch weiterhin für uns an. Und wir sehen in puncto Spannung, dass auch der Tabellendritte der Bundesliga dem Tabellenzweiten ein Bein stellen kann. Deswegen, die Spielerinnen sind auf dem Feld. Martina von Stecklenburg, vielen lieben Dank für die Analyse. Und wir machen jetzt weiter, geben ab zu Florian Nass und zur 2. Halbzeit. Florian, ich glaube, das letzte Mal, als Frankfurter Fußballerinnen gegen Wolfsburg gewonnen haben, das ist schon 10 Jahre her. Also, wir gucken mal, ob es diesmal was wird. Viel Spaß Ihnen zu Hause mit der 2. Halbzeit. Ja, ich bin sehr gespannt auf die Reaktion. Die Bundestrainerin hat es ja angesprochen, was ihr auffiel, eben die Körpersprache. Was das zu bedeuten hat, die Wolfsburgerinnen, vor allem die Ersatzspielerinnen, beispielsweise Jule Brandt, die waren sehr früh auf dem Platz, auf dem Feld. Ich bin gespannt, was da noch geht. Kurzer Blick auf die anderen Plätze, wo Fußball gespielt wird. Ich habe ja die Fans des HSV mit eingebunden und die von Darmstadt 98. Blick in die 2. Liga. Darmstadt 2-0 hinten in Hannover, der HSV für 3-0 bei Jahn Regensburg. Und Paderborn-Heidenheim steht 1-1. Dieser Blick sei uns gestattet. Übrigens im Parallelspiel der Frauenbundesliga zwischen Duisburg und Freiburg steht es aktuell 0-0. Und es gibt einen Wechsel. Tabia Wasmuth ist neu im Spiel beim VfL.
Aber das ist ja nicht irgendein Wechsel. Es ist auch eine von vielen Nationalspielerinnen im Kader des VfL Wolfsburg. Los geht's mit dem Anstoß für Eintracht Frankfurt, die sehr, sehr konsequent waren im Ausnutzen ihrer Torchancen. So viele waren es nämlich nicht. Aber 1-0, Eigentor Pajor und das 2-0 durch Anyomi. Da war sie richtig gut in diesem 1-1-Duell. Und Jule Brandt ist übrigens die zweite Spielerin. Jule Brandt kommt für Jöns Dottir. Und Tabea Wasmuth habe ich schon angesprochen. Und sie kommt für die Niederländerin Lynn Wilz. Also das ist zumindest mal die Reaktion auch vom Trainer, da gleich nach 45 Minuten für neue Initiativen zu sorgen. Eva Pajor im Duell mit Sarah Dorsun. Pajor. Und dann ist Sophia Klein-Herne da. Eva Pajor, die die beste Chance hatte in der ersten Hälfte nach dieser tollen Vorarbeit von Svenja Huth. Anyomi. Hendrich. Oberdorf. Der kommt gut ab zu Wasmuth. Entschuldigung. Also man spürt das. Da kommt schon eine neue Energie rein in das Spiel des VfL Wolfsburg zu Beginn dieser zweiten Hälfte. 2 Minuten sind um. Aber es ist ein komplett ungewohnter Rückstand für den VfL in der Bundesliga. 0-2 zur Pause zurückzuliegen, das gab es eben in dieser Saison noch gar nicht. Und 3 Gegentore, wenn es dazu käme, das haben sie überhaupt noch nicht erlebt. Ohnehin vor diesem Spieltag ja nur 10 Treffer kassiert. Pajor, aber das ist kein Problem, den Ball aufzunehmen. Stina Johannes. Nika Arnautis hat mir im Vorgespräch gesagt, ich vertraue meinem Kollektiv, unserer Eingespieltheit. Gab keine großen Veränderungen in diesem Kader. Fluktuationen bei Wolfsburg, auch in der kommenden Saison, wird durchaus hoch sein. Man verstärkt sich weiter, ergänzt vor allem diesen Kader. Freigang. Ja, Arm ist oben, Fahne war oben, Abseits. Ja, lässt sich aus der Perspektive jetzt für uns nicht hundertprozentig zustimmen, aber ja, ich glaube, das war schon korrekt entschieden. Laura Freigang, über die wir gesprochen haben, übrigens, die hat eine unglaubliche Bilanz. Es sind nicht nur die 100 Bundesligaspiele, es sind auch ihre 19 Länderspieleinsätze und dabei macht sie 12 Tore. Das ist schon richtig viel. 12 Tore in 19 Nationalmannschaftseinsätzen. Hat sie durchgelassen, in der Hoffnung, dass Geraldine Reuteler an den Ball kommen könnte. Frohms, schade, Pfiffe, braucht kein Mensch. Überhaupt nicht nachvollziehbar. Es bleibt dabei,
Wolfsburg hat Probleme, die Frankfurter Defensive zu knacken. Alex Popp. Hendrich. Basmut. Frankfurt erstmals richtig hinten in die Defensive gedrängt. Anjomi. Was machen die Frankfurterinnen jetzt aus diesen Möglichkeiten im Konter? Erstmal geklärt von Felicitas Rauch. Katrin Hendrich. Immer wieder von mir der Blick auf die zweite Liga, die parallel spielt bei den Männern. Heidenheim ist da momentan übrigens Tabellenführer. Das kann alles noch irre spannend werden. Und der HSV, für die norddeutschen Fans, hat die Relegation mehr oder weniger jetzt schon sicher, aber da geht auch noch mehr. Hendrich. Noch halten die Frankfurterinnen dem zunehmenden Druck des VfL statt. Ja, man muss auch sagen, die Riesenchance zu Beginn dieser zweiten Hälfte hat sich auch noch nicht ergeben. Hendrich. Gut. Ja, der ist raus. Und diesen Ballgewinn feiern die Frankfurterinnen. Um sie jetzt vielleicht auch ein bisschen zu befreien. Aber man sieht das ja auch, wie weit die jetzt nach vorne drücken. Und Frankfurt quasi permanent in deren eigene Hälfte einschnüren. Anjomi. Die ist schon schnell, die ist schon präsent. Natürlich war kein Problem, das Ganze zu lösen von Rohr. Hegeri. Hendrich. Nüsken. Ja, konsequent erstmal weg den Ball. Und den Rest erledigt Sophia Klein-Herne. Pop. Gut. Ließe sich natürlich besser eröffnen, diese Konterchance, weiß natürlich Tanja Pawolek längst. Nochmal der Blick zu Tommy Stroth. Große eigene Fußballerkarriere hat er nicht eingeschlagen. Das gilt aber auch für Nico Arnautis auf der Gegenseite bei Frankfurt. Achtung, jetzt die große Chance für Wolfsburg. Drüber.
Also den Anschlusstreffer haben sie alle mal verdient. Da gibt es aber überhaupt keine Diskussion, weil die Chancen waren ja da. Wenige, aber wirklich gute. In diesem Fall für Tabea Wasmut. Die beiden eingewechselten Spielerinnen sind es, die für diese Aktion sorgen. Aus Sicht des VfL Wolfsburg auf der linken Seite Jule Brandt und dann auf der rechten Seite Tabea Wasmut. Also es sind zwei Wechsel, die wirklich für Druck und Bewegung gesorgt haben im Spiel der Wölfinnen. Aber die Räume bieten sich an für Frankfurt. Hier auch für einen dritten Treffer zu sorgen. Das wird eine hochinteressante und intensive zweite Hälfte. So hat sie ja auch schon begonnen. Jubi dazwischen. Ja, das meine ich mit diesem Ausspielen der Konterchancen, die schon da sind, die sich ergeben könnten. Dazu braucht Frankfurt mehr Genauigkeit. Wasmut. Noch nicht draußen. Ja, Ball erstmal rausgerollt, weil Nicole Agnomi sich da ein bisschen verletzt hat. Das anzeigt. Betreuer kommen auch gleich aufs Feld. Ja, Nico Anautis nutzt die Gelegenheit gleich mal zum Austausch mit Barbara Dunst. Und holt sich auch gleich die anderen Spielerinnen. Ich sage sie mal bewusst, weil das Bild jetzt auf Nicole Agnomi drauf ist. Aber Nika Anautis hat die Gelegenheit genutzt, um alle seine Spielerinnen da am Spielfeldrand zu versammeln. Ja, werden auch noch ein paar Getränkeflaschen gereicht. Ja, jetzt haben wir es auch im Bild. Tanja Pawolik dabei. Barbara Dunst. Ja, da sehen Sie es. Ja, und auch die Kapitänin Tanja Pawolek, die ja auch die Nachwuchsmannschaften von Frankfurt durchlaufen hat, auch eine derjenigen, die anspricht, für Agnomi geht's weiter, alles okay. So, Agnomi ist auch wieder auf dem Feld, wieder reingewunken worden von Angelika Söder. Handschuh. Angelika Söder. Zeiger. Ja, kam aus dem Abseits. Ja, kurze Erklärung, kurzer Dialog, so soll das sein, guter Austausch zwischen der Unparteiischen und Laura Freike. Sjoke Nüsken, die ein gutes Spiel macht hinten in der Defensive. HSV führt übrigens inzwischen 4-0 und Darmstadt hat den Anschlusstreffer geschafft in Hannover. Ich habe es Ihnen ja ein bisschen versprochen, dass wir den Blick auch auf die anderen Plätze in dieser spannenden Schlussphase der Fußball-Bundesliga, Zweitliga und Frauen-Bundesliga haben. Wow, jetzt kommt der VfL aber richtig rein in dieses Spiel. Und das liegt an den Wechseln für meine Begriffe nach diesen 45 Minuten, die enttäuschend verliefen. Und es sind vor allem Jule Brandt und einmal mehr Tabea Wasmut. Dieser Abschluss auch von ihr.
da sehen wir aus dieser Perspektive auch nochmal, wie knapp das wirklich war. Also, es steht ja außer Frage, dass Wolfsburg hier mindestens den Anschluss und dann vielleicht auch mehr verdient hat mit diesem Engagement, das sie hier zu Beginn dieser zweiten Hälfte zeigen. Anjomi. Oh, die große Chance für Frankfurt. Praschnika rein in die Mitte. 3-0. Das meinte ich mit Konterchancen. Sie haben es perfekt gespielt. Laura Freigang. Mitten rein in diese starke Wolfsburger Phase schlagen die Frankfurterinnen zu. Die Vorarbeit von Lara Praschnika, das schauen wir uns nochmal an. Anjomi und sofort wieder zurückgespielt zu Praschnika, die hat den Kopf oben und das ist perfekt gespielt, da gibt es gar nichts, das ist super gemacht, vor allem von ihr und dann auch perfekt eingenetzt im 100. Bundesligaspiel trifft sie heute Laura Freigang, 8. Saisontreffer. Also den Tipp hätte ich nicht abgegeben vor diesem Spiel. Aber es bleiben noch 30 Minuten ungefähr für das Team von Tommy Stroth, der ja auch ein bisschen ungewöhnlichen Weg eingeschlagen hat als Trainer. Ein paar Jahre in den Niederlanden gewesen bei Twente Enschede, dort zwei Meisterschaften gefeiert hat und dann sehr erfolgreich eben nach Wolfsburg gegangen als Nachfolger von Stefan Lerch. Inzwischen ja Cheftrainer in Hoffenheim. Die individuelle Klasse des VfL Wolfsburg kommt heute nicht so zum Tragen, liegt aber auch an der starken Frankfurter Defensive. Ganz sicher, Sarah Dorsun, klar, auch die bringt natürlich unglaubliche Qualität mit. Aber heute, es ist das 3-0 eines Kollektivs im Spiel mit dem VfL Wolfsburg. Das Kollektiv von Nico Arnottis. Hendrich. Wasmut. Rauch. Es bleibt dabei. Sie verteidigen gut. Diesmal Sophia Klein-Hermann. Nächste Konterchance über Anjomi. Kommt sie nicht dran. Und das ist ja klar, wenn Frankfurt dieses Spiel gewinnt und danach sieht es ja aus, steht der Qualifikation fürs internationale Geschäft so gut wie nichts mehr im Wege. Das Restprogramm ist, das muss man sagen, leicht. Auswärtsspiel bei den abgestiegenen Turbinen in Potsdam und das Heimspiel gegen den SV Meppen am 28. Mai. Und Wolfsburg, Freistoß, Wolfsburg eben weiter ohne eigenen Treffer. Das gab es in dieser Saison nur ein einziges Mal. Und das am 16. Spieltag bei der Niederlage in München 0-1. Und wir müssen weit zurückblicken. Wann hat Frankfurt mal 3 Tore geschossen gegen Wolfsburg? Das war am 20. September 2009. Also fast 14 Jahre her beim 3-2-Sieg in Wolfsburg.
gab ja zwischen diesen beiden Mannschaften große Duelle. Das legendärste wohl in der Saison 13-14 in Wolfsburg im alten VfL-Stadion am Elsterweg. Gluthitze damals am 8. Juni. Und Alexandra Popp erzielte damals den Siegtreffer in der 89. Minute. Ein Unentschieden hätte Frankfurt damals zum Titelgewinn schon gereicht. Freistoß VfL. Wasmut. Pavolek mit starkem Einsatz. Brandt. Aber sie erobern sich den Ball zurück. Praschnika. Freigang geht mit. Praschnika holt sich den Ball noch. Freigang 4-0. Drehen die hier auf. Und es ist nicht nur der Jubel, den man jetzt hier im Stadion sehen kann, sondern die totale Niedergeschlagenheit des VfL Wolfsburg, personalisiert in der Reaktion von Marina Hingen. Was für ein Auftritt, was für ein Konterfußball und vor allem, was für eine Effektivität. Aber schauen Sie mal, wie Praschnika hier im Liegen diesen Ball noch rüberspielt. Und wie cool und abgeklärt Freigang diesen Ball dann reinmacht. Achtung, das ist die Szene. Hier im Liegen. Es ist ja nicht nur geistesgegenwärtig, sondern den Ball dann auch noch so genau hinzuspielen. Und dann natürlich auch der Abschluss von Freigang 4-0. Boah. Blick auf die Bank. Co-Trainerin Kim Kulik ist ja noch mit dabei. Noch mit dabei. Wird in der kommenden Saison ja den Chefposten übernehmen in der Schweiz beim FC Basel. Ja, Praschnika liegt da auf dem Boden. Schlag auf die Hüfte bekommen. Oh, am Steißbein. Ja, auch da nutzt Nico Arnautis die Gelegenheit, zwei Spielerinnen zu sich zu holen. Tanja Pavolek und Laura Freigang. Ja, da ist es passiert. Ja, deutscher Meister wird nur die SGE. Das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Aber es tut dem deutschen Frauenfußball gut, dass alles enger zusammenrückt. Nicht nur diese klare Dominanz von Bayern und dem VfL Wolfsburg, sondern Frankfurt ist näher herangerückt. Hoffenheim ist ein gefährlicher Gegner. Leipzig wird als Aufsteiger eine wichtige Rolle in den kommenden Jahren spielen. Das kann dem Frauenfußball insgesamt nur gut tun. Auch wenn das hier am Ende eine heftige Niederlage wird für den VfL Wolfsburg. Das steht ja außer Betracht. Und es ist sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass diese Häufung an Highlights jetzt ansteht mit dem Pokalfinale in Köln und natürlich auch diesem Champions-League-Finale gegen Barcelona. Da werden alle Daumen gedrückt in Deutschland für dieses große Duell um Europas Krone. Alles nach vorne gedrückt bei Wolfsburg. Eine sichert nach hinten noch ab. Gut. Bälle kommen nicht an. Aus der zweiten Reihe. Den schnappt sich Stina Johannes. Diesen Abschluss von der Niederländerin Rohr. Ja, bei Wolfsburg deutet sich ein Doppelwechsel an.
Blomqvist und Wedemeyer stehen da parat. Und dafür gehen Eva Pajor und Jill Roth raus. Eva Pajor, ja, war vorhin schon mal am Boden. Aber klar, der Trainer muss jetzt auch überlegen, welchen Sinn macht es jetzt, Spielerinnen 90 Minuten hier agieren zu lassen, die er in den beiden großen anstehenden Spielen natürlich auch braucht. Also das ist ja nur sinnhaft, jetzt auch zu reagieren. Dürfen wir nicht vergessen, Donnerstag steht es schon an, dieses DFB-Pokalfinale. Gerne noch mal darauf hingewiesen, live bei uns im ersten VfL Wolfsburg gegen den SC Freiburg. Anstoß 16.45 Uhr. Das deutsche Pokalfinale, das sich ja so super etabliert hat in Köln. Vorbei die Zeit, da es ein Vorspiel war zum Pokalfinale der Männer. So, Frankfurt auch der Wechsel. Carlotta Wamser kommt rein. Und Lara Prasnica raus, die Slowenin. Aber ist auch klar, da kann Nico Arnautis jetzt natürlich auch ganz bequem wechseln. Auch er hat eine gute Breite auf der Bank, aber das kann man nicht vergleichen mit dem Angebot, was sich da an Wechselmöglichkeiten anbietet mit dem VfL Wolfsburg. So, Zuschauerzahl 17.800, das ist sehr ordentlich, das ist ja gar keine Frage. Chance für Wolfsburg. Also, das ist schon Wahnsinn, dass den heute bislang kein Treffer gelingt. Und da waren ja schon ein paar ganz gute Möglichkeiten dabei, um mindestens eins, eher zwei Tore zu erzielen hier in Frankfurt. Ja, das ist ein Foul, aber Carlotta Wamser, die führt sich aber mal gleich intensiv ein und sagt, da mache ich mal mit und lauf nicht einfach hier hoch und runter, sondern gleiches Engagement wie ihre Mitstreiterinnen in den bisherigen knapp 73 Minuten. Wahnsinn. Ja, steht auf, wenn ihr Frankfurter seid. Und die Menschen erheben sich auf der Gegentribüne, die ja den Namen von Jürgen Krabowski trägt. Einem der großen, vielleicht das größte Frankfurter Fußball-Idol. Nüske. Freigang. Doppeltorschützin innerhalb von 5 Minuten, zwei Treffer in der 61. und 66. Minute. Ja, wir haben es ja von Martina Voss-Tecklenburg gehört, welche Rolle sie in der Nationalmannschaft spielt. Das war eine Bewerbung für mehr Einsatzzeiten. Alex Popp. Der ist zu weit und weil ich Martina Voss-Tecklenburg erwähnt habe, gibt ein sehr sehenswertes Porträt bei uns in der ARD-Mediathek vom NDR über eben die deutsche Bundestrainerin. Mehr als nur Fußball jetzt bei uns in der ARD-Mediathek. Achtung! Es bleibt dabei. Die guten Chancen werden nicht verwertet. Anjomi. Nächste Konterchance, nächste Chance für Freigang. Machen die hier noch das Fünfte? Aber kein Foul. Da ist sie weggerutscht. Da ist sie weggerutscht. Bei diesem Haken nach rechts.
der sorgenvolle Blick geht vor allem zu Marina Hegering. Beide rutschen da weg, beide. Er muss seine Mannschaft moralisch, würde ich jetzt mal unterstellen, natürlich nach dieser Niederlage wieder aufrichten für diese großen Spiele. Meisterschaft, klar, es ist natürlich noch nicht definitiv durch, logisch, aber 4 Punkte Abstand bei diesem Restprogramm auch des FC Bayern. Da kann man die Glückwünsche quasi schon in den Briefumschlag stecken und abschicken, Briefmarke drauf machen. Ah, hoffentlich ist das nichts Schlimmeres. Bei Marina Hegering. Ich habe es eingangs gesagt, weil sie ja reinrückte in die Elf, etwas überraschend, weil Janssen erkältungsbedingt ausgefallen ist, welche Bedeutung sie auch für die deutsche Frauennationalmannschaft eben haben kann. Marina Hegering. Gutes Laufduell mit der Siegerin Sophia Kleinherrmann. Es ist Wahnsinn, was die hinten an Zweikämpfen gewinnt. Genauso wie Sjoke Nüsken. Ja, Freigang. Kleinen Schlag abbekommen, gibt eine gelbe Karte. Gegen Lena Oberdorf. Noch ein Wechsel. Sarah Akres bei dem VfL Wolfsburg wird reinkommen. Und Hegering bleibt draußen. Wir haben es gesehen. Angeschlagen. Hoffentlich nichts Schlimmeres. Gute Besserung von dieser Stelle. Ja. Kann man nur beipflichten, gute Besserung und gibt auch den Applaus der Zuschauer hier in Frankfurt. Pawolek. War übrigens die zweite gelbe Karte für Lena Oberdorf in dieser Spielzeit. Nüsken. Sehr guter weiter öffnender Pass. Reuteler, auch wenn sie den Ball verliert gegen Katrin Hendrich, holt ihn sich wieder. Wassmann und Merle Frohms. Frohms bekam gar nicht viele Bälle zu parieren, weil die meisten waren dann einfach drin. Ganz schnell die Köpfe wieder hochkriegen. Nach dieser krachenden Niederlage, nach der es ja hier aktuell nach knapp 80 Minuten aussieht. Und ich meine da ganz besonders natürlich das Champions-League-Finale. Am 3. Juni. Brandt. Gut und sauber verteidigt. Ramsan.
Ja, für den Schubser gibt es die gelbe, oder? Nee. Aber zumindest den Freistoß. Und der war absolut korrekt. Gut. Poppt mal zentral, aber der Ball kommt nicht an. Bleibt gleich mal hängen bei Sarah Dawson. Reuteler. Und Pavolek. Es gibt kaum vergleichbare Niederlagen für den VfL in dieser Höhe. Ja, da fällt uns natürlich das Champions League Halbfinale ein gegen Barcelona 1-5. Aber da reden wir über wirklich die absolute Spitze des europäischen Fußballs. Rauch. Ja, das ist ein klares Foul. Ja, und dafür, finde ich, ist diese gelbe Karte auch verdient für Sophia Kleinherr. Ja, die will raus, deutet das schon an. Ein bisschen fragend auch in Richtung Trainerbank. Ja, oh, da wird es ein bisschen hektisch gerade unten. Anna Elling wird reinkommen. Ja, das, ja. Alex Popp deutet da an, die soll da mal schneller raus. Aber die muss da auch nicht gleich handgreiflich werden. Und die Schiedsrichterin bestraft das Ganze dann auch gleich mit einer gelben Karte. Da ist auch ein bisschen Frust dabei, das ist doch klar. 0-4 in Frankfurt. So, Freistoß ausgeführt von Svenja Huth. Und der landet aber mal direkt in den ausgestreckten Armen und Händen von Stina Johannes. Das ist ein echtes Frusterlebnis heute hier in Frankfurt für die, Wölfinnen. Puh, 0-4. Oberdorf. So, Ball war draußen. Und deshalb geht es weiter mit dem Einwurf für Frankfurt. 6,5 Minuten sind es noch für das Team von Nico Arnautis. Und Hut. Und die nächste Konterchance ergibt sich für Frankfurt. Wamsa muss sie eigentlich schon spielen. Jetzt kommt er rüber und der war ungenau. Und deshalb landet er auch nicht bei Nicola Njomi. Freigang. Ja, Ballbesitz bleibt bei Frankfurt. Bin mal gespannt, ob Angelika Söder da noch ein bisschen intensiver reagiert. Nee, bleibt beim Freistoß. Das war schon ein intensives Gerangel. Ja, und auch Tommy Stroth und Ralf Kellermann, den Sie rechts sehen, haben da Redebedarf, Beschwerdebedarf bei der vierten offiziellen.
Ralf Kellermann, der ja auch übrigens eine Frankfurter Vergangenheit hat, weil er mal Torwart war beim FSV Frankfurt. Der Sportdirektor, sportliche Leiter, der Mann, der quer durch Europa reist, um die Mannschaft weiter zu verstärken auf Seiten des VfL Wolfsburg. Der Ex-Trainer. Wahnsinn. Freistoß. Brandt. Sie spielt es aber auch nicht gut zu Ende und das war auch kein Foul, das war den Ball gespielt. Jetzt 3 gegen 2. Ja, da wäre mehr möglich gewesen bei diesem Pass von Wamsa auf Jan Jungi. Ecke. Also ich bin mir sicher, von denen, die wir hier sehen, kommen viele wieder. Also zumindest, wenn sie heute zum ersten Mal da waren. Denn das war natürlich eine große Werbeshow und Aktion von den Frauen von Eintracht Frankfurt für weitere Besuche ihrer Spiele. Dann natürlich auch wieder im kleineren Stadion am Brentanobad. Gut.2016 holte Frankfurt zum letzten Mal einen Punkt gegen den VfL am 30. Oktober. Das war 0-0 in Wolfsburg. Aber heute gibt es ein 4-0 zu Hause, das, ich glaube, niemand für möglich gehalten hat, wenn es dabei bleibt. Man muss sagen, das Engagement des VfL, der Frauen, ist absolut da, hier wenigstens noch einen Treffer zu erzielen und nicht hier mit der Null nach Hause zu fahren. Brandt. Lena Oberdorf. Gut. Ganze raus auf Wedemeyer. Aber es bleibt dabei, da ist so viel Ungenauigkeit drin, auch im Spiel des VfL am heutigen Tag. Ja, gibt noch Wechselbedarf bei Frankfurt. 3 Spielerinnen machen sich parat, wenn ich es richtig sehe. Also Shakira Martinez habe ich schon gesehen. Laura Feiersinger ist auch mit dabei. Die ja nicht mehr auf so ganz viele Einsatzzeiten kommt. Und Leonie Köster. Blick nochmal Richtung 2. Bundesliga bei den Männern. Heidenheim jetzt 3-2 zurück. Darmstadt damit vorne. Heidenheim auf 2. Und der ASV ist so dicht dran mit 60 Punkten aktuell an den Heidenheimer. Das wird eine spannende Phase für den ASV. Wenn wir hier nochmal nachgereicht sehen, diesen Treffer von Anjomi zum zwischenzeitlichen 2-0. Und das hat nochmal nachgereicht, eben weil sie dann auch den Platz gerade verlassen hat. 5 Minuten obendrauf, gab ja einige Unterbrechungen, vor allem in der 2. Hälfte, Behandlungen.
Das wird jetzt nachgespielt. Ja, der ist nicht drüber. Den schnappt sie sich rechtzeitig, diesen Ball. Stina Johannes. Kurzen Abstecher ja gemacht nach Japan, um ein bisschen Spielpraxis zu sammeln, bevor sie dann nach Frankfurt kam. Bamsa. Sich sehr gut eingeführt seit ihrer Einwechslung. Erinnert Laura Feiersinger, die Österreicherin, nicht gut verarbeitet. Es war mehr möglich, aber die Frankfurterin in ihren Konterchancen natürlich sehr effektiv. Das liegt vor allem an ihr, an Freigang. Doppeltorschützin, 61. und 66. Minute. Ich finde es schade, dass es immer Pfiffe gegen sie gibt und Buhrufe, das gehört sich nicht. Und das ist ja genau das, was den Frauenfußball vom Männerfußball auch unterscheidet. Und das wäre schön, wenn es dabei bliebe. Nüske. Die spielt nicht rum. Die klärt die Bälle einfach gerade hinten raus. Nochmal, was sie da hinten verteidigt hat, gemeinsam mit Sophia Klein-Herne, war wirklich sehr, sehr stark, auch wenn die beiden jetzt nicht mehr zusammen agieren. Klein-Herne ist draußen. Freigang. Den Freistoß für den VfL. Zweieinhalb Minuten noch, wenn es bei den 5 nachgespielten Minuten bleibt. Der geht raus. Da greift Sjoke Nüsken erst gar nicht mehr ein. Der greift sich an die Stirn. Nico Arnautis nach dem Motto, das kann eigentlich nicht wahr sein, was meine Mannschaft, was mein Team hier heute gespielt hat. Applaudiert auch gerade noch mal. Das können Sie nicht sehen, aber ich beobachte ihn von oben hier auf der Tribüne der großen Arena. Und das ist ja klar, dass die Mimik, die Gestik beim Trainerkollegen heute bei diesem Spielstand eine andere ist. Ja, muss sie warten. Freigang ist dagegen nicht im Abseits. Freigang mit dem Versuch, links rüber zu spielen. Ball ist noch nicht aus. Weiter das große Engagement bei Wamsa, die den Ball behauptet und auch noch zum Abschluss kommt, wenn auch nicht sehr genau und deshalb natürlich auch überhaupt kein Problem für Merle Fuchs. Letzten 60 Sekunden laufen. Der FC Bayern München mit 55 Punkten nach diesem Spieltag. 4 Zähler vor dem VfL Wolfsburg. Es ist noch nicht definitiv entschieden, das ist ja klar, rechnerisch. Aber da müssen wir keine größeren Diskussionen führen. Der FC Bayern wird die Meisterschaft einfahren in diesem Jahr bei den Frauen. Und vielleicht bei Männern auch, klar. Elli.
Da bin ich auch gespannt auf die Reaktionen, die wir gleich hören werden. Großer Jubel bei der Mannschaft von Eintracht Frankfurt über diesen so unfassbar deutlichen 4:0 Erfolg gegen den VfL Wolfsburg. Laura Freigang, die Doppeltorschützin in dieser zweiten Hälfte, als Frankfurt zunächst richtig eingeschnürt war. In den ersten 10 Minuten hat der VfL Wolfsburg richtig Druck gemacht, aber die Konterchancen waren dann eben auch da und die haben sie am Ende auch genutzt. Aber das ist ja klar, die nutzen jetzt natürlich die Gelegenheit hier in diesem großen Oval des Stadions vor fast 18.000 Zuschauern diese Ovationen entgegenzunehmen. Sie haben ihre Fans heute wirklich begeistert hier im Deutsche Bank Park. Und man kann wirklich sagen, die Champions League Quali ist damit auch für Frankfurt durch. Bei diesem Restprogramm gegen Potsdam und zu Hause gegen Meppen, die brauchen noch einen Punkt gegen eine abgestiegene Mannschaft und eine sehr gefährdete Mannschaft. Also das müsste eigentlich mit dem Teufel zugehen. So, aus meiner Sicht war es das, aber da fehlten natürlich noch die Stimmen, die Emotionen dazu. Sebastian, du bist dran. Ja, vielen Dank, Flo. Laura Freigang hat einen Spurt hingelegt, ist zu uns gekommen. Schön, dass Sie da sind. Danke. So, jetzt mal kurz durchpusten. 4:0 gegen den VfL Wolfsburg. Champions League Quali, eigentlich geritzt und dann auch noch so eine Kulisse. Ich glaube, Sie müssen platzen, explodieren vor Emotionen. Unglaublich, wirklich unglaublich. Also, ich hatte es heute auch so ein bisschen im Gefühl, irgendwie wenn ein Tag, dann heute. Und sonst kennen wir das Ergebnis immer nur andersrum. Deswegen 3 Punkte und dann noch auf die Art und Weise. Also mehr kann man sich echt nicht wünschen. Was habt ihr denn heute alles richtig gemacht? Ich glaube, man hat einfach gesehen, wer heute mehr gewinnen wollte. Und das waren wir. Ich glaube, das hat man vor dem Tor gesehen, das hat man defensiv gesehen. Und darauf kommt es dann an bei so einem Spiel, denke ich. Jetzt noch ein kurzes Wort zu den Fans. Europacup singen die hier. Wahnsinn, oder? Unglaublich. Also wirklich, ich freue mich, dass wir so eine schöne Kulisse zusammenbekommen haben. Das war was ganz Besonderes für uns heute. Ich hoffe, dass wir den Fans auch eine Freude machen konnten. Und dann ist es echt ja, eine runde Sache heute. Champions League hier im Waldstadion, das wäre ein Ding, ne? Das wäre ein Ding, finde ich auch. Nee, wir hoffen natürlich, dass wir den dritten Platz halten können. Wir haben jetzt noch 2 Spiele. Wir haben ganz genau unser Ziel vor Augen. Wir haben nicht mehr viel zu tun. Deswegen denke ich heute, das hat schon uns sehr geholfen. Ihr hattet eben einen eigenartigen Jubel, finde ich. Das waren irgendwie Flügelschläge oder so. Was hat es denn damit auf sich? Ich wünschte, ich kann dir sagen, was das ist. Ich habe es auch nicht ganz mitbekommen. Ich glaube, es soll ein Adler sein. Aber schwer zu erkennen, stimme ich dir zu. Würde ja passen, ne? Würde ja passen, nee, das stimmt. Was kann man jetzt heute noch machen? Den Tag einfach irgendwie genießen, geht gleich nochmal auf eine Ehrenrunde. Ich will sie dann auch entlassen, natürlich. Ja, aber ich glaube, wir drehen auf jeden Fall eine Runde. Dann ist heute natürlich Muttertag. Auch meine Mutter ist heute im Stadion. An der Stelle ganz, ganz liebe Grüße. Wir gehen noch essen. Das ist sehr gut. 2 Tore gemacht. Wir wollen nochmal auf eins blicken. Ich weiß gar nicht, welches wir mal vorliegen haben. Das 3:0. Und das war natürlich auch tolle Vorarbeit, ne? Anjomi Praschnika. Ja, mit den beiden da vorne hatte ich es heute wirklich leicht. Ich glaube, das ist der, den ich nur noch einschieben muss. Ja, perfekt gespielt, habe ich nicht mehr viel zu tun. Ja, ich glaube, heute alle Tore, war einfach, es war Teamwork. Das hat man bei dem Tor gesehen, bei den anderen Toren auch. Alle, die reinkamen, haben es richtig gut gemacht. Kalle, ein Riesenspiel gemacht, hätte noch ein Tor verdient. Also ich glaube, viel mehr hätten wir heute nicht machen können. Was bedeutet das denn jetzt für die Entwicklung auch des Frauenfußballs hier in Frankfurt? Ich glaube, das sagen wir häufiger, wir wollen regelmäßig auch gegen die Großen gewinnen. Wir wollen uns da oben mit einreihen, wir wollen auch irgendwann um eine Meisterschaft spielen. Noch spielen wir um die Champions League. Aber ich glaube, in den nächsten Jahren, wir können immer näher ranrücken und dann häufiger Tage wie heute haben, ist ja schön. Laura Freigang, vielen lieben Dank und ich weiß, Sie wollen zur Mannschaft. Da wird der Kreis gemacht, schnell rüber. Dankeschön. Dankeschön. So, und wir wollen noch mal einen kleinen Programmhinweis loswerden. Denn in der Halbzeitpause war ja die Bundestrainerin bei uns, Martina Voss-Tecklenburg, und der Kollege Patrick Hallatsch. Der hat eine Doku gemacht über Martina Voss-Tecklenburg. Mehr als nur Fußball heißt sie und sie gibt es ab jetzt in der ARD-Mediathek. Und hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Sie hat eine Mission, Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Kaum einer hat den Fußball der Frauen in Deutschland so geprägt wie sie. Ich bin auch ein Stück weit stolz darauf, dass ich jetzt seit 40 Jahren ein Teil des gesamten Frauenfußballs sein darf. Eine Weltkarriere als alleinerziehende Mutter. Klar, war dann auch mal der Moment, wo ich überlegt habe, höre ich auf mit Fußball? Kann ich das noch leisten? Bin ich eine gute Mutter? Sie ist da halt Vorbild für viele andere Frauen, ob sie jetzt Trainerin ist, glaube ich, auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen, weiterhin für die Gleichberechtigung einzustehen.
Martina Voss-Tecklenburg, mehr als nur Fußball in der ARD Mediathek. Also gerne reingucken, ARD Mediathek, die Doku zu Martina Voss-Tecklenburg. Und wenn Sie heute Abend weiterhin Fußball gucken wollen, dann darf ich Ihnen im HR um 22.05 Uhr Heimspiel Bundesliga ans Herz legen und im NDR um 23.05 Uhr den Sportclub. Das war es hier aus Frankfurt. Mit Sicherheit ein historischer Tag im deutschen Frauenfußball. Vielen Dank, dass Sie mit dabei gewesen sind. Ciao.